Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen, willkommen heißen zu diesem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und ganz herzlich danke ich auch schon für die ganze Umrahmung mit allem, was wir gehört haben. Wunderbar, sehr schön. Und es soll wirklich auch dazu dienen, dass der Herr Jesus Christus heute ja gepriesen wird in allen Bereichen, wie Paulus ja auch sagte, ja, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Und das ist auch, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen zum Gottesdienst, dann soll es doch in erster Linie wirklich auch dazu dienen, dass der Name des Herrn gepriesen wird. Wir haben in der Einleitung das ganze Kapitel 9 gehört. Der Konno hat es gelesen. Und dabei geht es ja um die Heilung eines Blindgeborenen. Und heute, da wollen wir uns in erster Linie mit den ersten 12 Versen befassen. Und so Gott will, dann nächsten Sonntag mit Vers 13 fortfahren. Also zunächst einmal Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 12. Und bevor wir jetzt dann Vers 1 noch einmal lesen, möchte ich auch noch mal kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast. Und dass wir nun diese Gemeinschaft mit dir haben dürfen, in der Gewissheit, du bist mitten unter uns. Und es ist dein Wort, Herr, welches zu uns sprechen soll. Und dafür danken wir dir. Und ich bitte dich jetzt auch, nimm du alles Störende hinweg, dass wir mit unseren Gedanken nicht irgendwie ja, woanders sind, Herr, sondern dass wir konzentriert sind, mit geöffneten Augen, mit bereiteten Herzen, Herr, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Also lesen wir noch einmal Vers 1 hier aus Johannes Kapitel 9. Und als er vorbeiging, das heißt der Herr Jesus, er war jetzt mit seinen Jüngern in Jerusalem unterwegs, und als er vorbeiging, da sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Blind von Geburt an. Das heißt, die Augen dieses Mannes waren ja noch nie funktionstüchtig. Er wurde jetzt nicht blind aufgrund eines Unfalls oder einer späteren Erkrankung. Nein, er war es von Geburt an. Ja, und wenn jemand von Geburt an blind ist, ja, da hilft keine Brille. Da hilft noch nicht einmal eine Operation. Nein, heutzutage, da kann man ja schon wirklich sehr, sehr, sehr viel machen. Aber einem Blindgeborenen ist medizinisch nicht zu helfen. Und von daher ist es jetzt menschlich betrachtet natürlich auch völlig undenkbar bis heute. Und erst recht natürlich damals, ja, vor über 2000 Jahren, als sich das hier zugetragen hat, einen solchen Menschen zu heilen. Und schon gar nicht mit ein bisschen Spucke und Wasser. Wir haben es hier wahrlich mit einem Wunder zu tun, das ist klar. Aber jetzt nicht nur mit irgendeinem Wunder, nein, mit einem ganz besonderen, außergewöhnlichen, speziellen Wunder. Nämlich einem sogenannten messianischen Wunder. Ja, was heißt das, ein messianisches Wunder? Nun, es gab alle Zeit, gab es Menschen, die Heilungen vollbracht haben, bis heute. Gibt es. Es gibt Menschen, die können Heilungen vollbringen, wobei wir mal dahingestellt lassen, welcher Geist hinter diesen Heilungen stand und steht. Aber unabhängig davon gab und gibt es Wunder, die einzig Gott selbst vorbehalten sind. Und dazu gehört, dass ein Blindgeborener sehend wird. Und in dem Moment, wo der Herr Jesus jetzt diesen Blindgeborenen die Augen öffnet, ja, da war das jetzt zugleich eine Demonstration der Gottheit des eingeborenen Sohnes Jesus Christus. Alle Israeliten, die sich auch nur einigermaßen in den Schriften auskannten, im Gesetz und in den Propheten, ja, die mussten zwangsläufig wissen, dass nur der verheißene Messias ein solches Wunder vollbringen kann. Der Herr Jesus, er hat es beispielsweise auch dem Täufer zu verstehen gegeben, als dieser völlig entmutigt im Gefängnis saß
und dann seine Jünger mit der Frage zu Jesus schickte, ob er wirklich der Messias sei oder ob man doch noch auf einen anderen warten müsse. Und was hat der Herr Jesus dem Johannes geantwortet oder ausrichten lassen? Ja? Geht und berichtet dem Johannes, was ihr seht, was ihr hört, wovon ihr selber Zeuge werdet. Und dann zählt er so ein paar Dinge auf. Blinde werden sehend, Lahme können gehen, Aussätzige werden rein, Taube können hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Matthäus 11, die Verse 4 und 5. Und mit dieser Antwort war die Frage des Täufers, oder mit dieser Erklärung war die Frage des Täufers beantwortet. Er wusste, nur der Messias ist zu diesen besonderen und ganz außergewöhnlichen Wundern befähigt. Ja, es bedurfte keines weiteren Beweises mehr, da der Herr Jesus Kraft seiner Taten zu Genüge Beweise geliefert hat. Und so sagte es der Herr Jesus ja auch selbst in Johannes Kapitel 5, Vers 36, Johannes 5, Vers 36. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Jesus muss der von den Propheten angekündigte Messias sein. Anders geht es gar nicht. Und das war auch das Dilemma der Priester und der Pharisäer, weswegen die jetzt auch so verzweifelt nach einer Erklärung suchten. So ganz unter dem Motto, es darf einfach nicht wahr sein, dass dieser Jesus der Messias ist. Obwohl die Schrift klar Zeugnis über ihn gibt. Und gerade hier das Johannesevangelium hat das ja auch zum Thema, wer ist dieser Jesus? Jesus, der Messias, der eingeborene Sohn Gottes. Und so sagt es dann Johannes hier in seinem Evangelium ziemlich zum Schluss in Kapitel 20. Das ist, wie man so schön sagt, die Schlüsselverse des Evangeliums. Johannes Kapitel 20, die Verse 30 und 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Es ist noch nicht einmal alles aufgeschrieben, was der Herr Jesus getan und gesagt hat. Ja? Alle Wunder, alle Zeichen sind gar nicht alle überliefert, sagt es Johannes selbst. Es gäbe noch viel mehr. Und dann aber, diese aber sind geschrieben, und dazu gehört auch hier dieses Geschehen, die Heilung dieses Blindgeborenen, diese aber sind geschrieben. Ja, warum? Damit wir schöne Geschichten haben unten für die Kinder in der Kinderstunde? Nein, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben an diesen Christus Leben habt in seinem Namen. Nachdem der Herr Jesus und seine Jünger jetzt diesem Blindgeborenen begegnen, da fragen jetzt seine Jünger, kommen wir zurück auf unseren Text hier, Johannes Kapitel 9. Jetzt fragen seine Jünger, Vers 2, Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Nun, im Judentum, da wurde das Leid grundsätzlich als Gottes Strafe angesehen. Und so beschimpften dann auch später die Pharisäer diesen Mann mit den Worten, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren? Wir sehen, die Frage hier der Jünger war ja jetzt keineswegs abwegig, wenn auch die Schlussfolgerung, zumindest hier in diesem Fall, falsch war. Aber ein Blindgeborener war nach rabbinischer Auffassung auf jeden Fall jemand,
der von Gott gestraft war. Und so war es genauso klar, dass ein solcher Gottgestrafter niemals würde sehen können. Es sei denn, der Messias kommt. In der Kraft und mit der Vollmacht des himmlischen Vaters. Und mal nebenbei erwähnt, gibt es diese Lehre, ja, dass Krankheit die unmittelbare Folge einer konkreten Sünde ist, innerhalb der Christenheit heute auch, ja? Ganz stark beispielsweise im sogenannten Wohlstandsevangelium. Wobei das auch nicht auszuschließen ist, dass manch eine Krankheit, manch eine Not auch die Folge einer konkreten Sünde ist. Denken wir nur an 1. Korinther Kapitel 11. Im Zusammenhang mit dem unwürdigen Verhalten beim Herrenmahl. Und wo es dann in Vers 30 heißt, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke. Ja, deshalb, aufgrund eures unwürdigen Verhaltens, aufgrund eurer Sünde. Also das gibt's, das wollen wir nicht unter den Teppich kehren, gar keine Frage. Aber da können wir kein Gesetz daraus machen. Das ist nicht grundsätzlich so. Und im Gegenteil, oftmals ist es ja sogar umgekehrt, dass manch ein hingebungsvolles Kind Gottes da niederliegt. Und denken wir nur an Paulus selbst und wie Gott ihm sagte, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, es gibt Krankheiten, die dienen vielleicht dazu, jemanden zurechtzubringen, zu korrigieren, wieder auf den rechten Weg zu führen, weil er vielleicht noch an einer Sünde festhält oder was auch immer. Ja, das gibt's. Aber es gibt genauso gut auch Krankheiten, die dienen zur Erprobung, die dienen zur Verherrlichung, dass Gott sich in dem Moment an diesem Menschen in dieser gewissen Lage und Not verherrlichen will. Dass es Gelegenheit gibt, um Zeugnis zu geben, wodurch der Herr verherrlicht wird. Vielleicht dient die Krankheit auch zur Stärkung oder auch zur Vorbereitung für etwas, was wir augenblicklich noch gar nicht sehen und erkennen. Oder wie bei Paulus. Dass man nicht überheblich wird. Oh ja, auch das gibt es, ja. Paulus selbst hat es ja gesagt, damit ich mich den besonderen Offenbarungen Gottes nicht überhebe. Ja, ich denke, es gab keinen Apostel, der solch besonderen Offenbarungen von Gottes bekommen hat, geschenkt bekommen hat wie Paulus. Er hätte dahingehend allen Grund gehabt, übermütig zu werden. Sich zu rühmen. Und so sagte er es selbst, damit ich das nicht tue, damit ich nicht hochmütig werde, ist mir der Stachel im Fleisch gegeben. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 7. Der Herr allein weiß wozu. Und wie gesagt, jedenfalls dürfen wir kein Gesetz daraus machen und schon gar nicht voreilige Pauschalschlüsse ziehen. Wobei wir uns tatsächlich viel mehr die Frage stellen sollten, wozu? Ja? Wozu dient jetzt diese Not, in der ich stecke? Wozu jetzt diese Arbeitslosigkeit? Wozu diese Krankheit? Und weniger die Frage nach dem Warum. Ein ganz wichtiges Prinzip, gerade in der Seelsorge. In der Psychologie ist es ja umgekehrt. Ne? Da fragt man nach dem Warum. Warum, warum und warum. Und dann wird in der Vergangenheit rumgekramt, noch am liebsten noch weiter zurück als vor der Geburt und so weiter und so fort. Warum und warum und warum? Nein. Blicken wir voraus und fragen wir vielmehr, wozu? Wozu? Und jetzt betrachten wir, was der Herr Jesus seinen Jüngern antwortet. Und auch da geht es nicht um das Warum, sondern um das Wozu. Vers 3. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern, jetzt ist dieses Wozu, ja, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Aber zunächst einmal, was haben wir hier gelesen? Weder dieser
noch seine Eltern haben gesündigt. Da haben wir den Beweis. Es gibt doch sündlose Menschen. Ja. Steht ja hier. Ich weiß gar nicht, warum Sie so seltsam reagieren. Kann ich das jetzt so verkündigen, ja? Nein, selbstverständlich nicht. Das entnehme ich Ihrer Reaktion. Natürlich haben die gesündigt. Aber das war nicht Grund der Behinderung. Und darum geht es. Und hier an dieser Stelle möchte ich etwas einfließen lassen. Ja, es mag banal sein und dennoch auch ganz wichtig. Und zwar geht es mir um die Frage nach dem wörtlichen Verständnis der Heiligen Schrift. Wir nehmen die Bibel völlig zu Recht wörtlich. Aber wir dürfen den Sinn einer Aussage nicht verändern. Ja, wir müssen die Bibel im wörtlichen Sinn verstehen, aber nicht im buchstäblichen. Das ist nämlich ein Unterschied. Im buchstäblichen Sinne, da wären dieser Blinde und seine Eltern sündlos, haben wir ja gerade gelesen. Ja, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Punkt, Ende, aus, Wort Gottes, da gibt es überhaupt nicht zu diskutieren. Und so geht auch manch einer mit der Heiligen Schrift um und kanzelt jeden als liberal ab, der das womöglich anders sieht. Nochmals, im buchstäblichen Sinne sind dieser Blinde als auch seine Eltern sündlos, im wörtlichen Sinn jedoch keineswegs. Jeder Mensch ist ein Sünder und ein jeder ist zur Buße, zur Umkehr aufgerufen. Diese Tatsache lehrt uns der Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift. Ja, niemand ist gut, außer Gott allein. Da ist keiner, der Gutes getan hat, auch nicht einer. Oder wie es Psalm 51, Vers 7 sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Niemand auf Erden war sündlos, als nur der Herr Jesus Christus. Bitte, wir dürfen also einen Satz bzw. den Buchstaben niemals aus dem Zusammenhang reißen. Hier im Zusammenhang, da geht es nicht um die Frage, ob er gesündigt hat oder nicht. Nein, hier geht es lediglich um die Frage, ob die Sünde Grund seiner Behinderung, Grund seiner Blindheit ist. Und die Antwort lautet nein. In der Heiligen Schrift, da geht es immer um den Gesamtzusammenhang. Und so heißt es schon im Psalm 119, Vers 160, die Summe, ja, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das Alte Testament, es ist immer noch wahr. Aber im Zusammenhang mit dem Neuen Testament ergibt sich eine neue Wahrheit oder eine übergeordnete oder noch besser ausgedrückt, eine erfüllte Wahrheit. Und wer im Alten Testament stehen bleibt, der hat die Wahrheit nicht, obwohl er das Wort Gottes hat. Aber er hat es nicht vollständig, er hat es nicht zusammenhängend. Ist das Alte Testament deswegen unwahr? Nein, aber es muss im Lichte des Neuen Testamentes betrachtet und gelehrt werden. Das mal nur als Einschub. Weiter hier mit Vers 3 aus unserem Text. Der Jesus sagt, dass an diesem Menschen, dem Blindgeborenen, die Werke Gottes offenbar werden sollen. Das heißt, zum einen geht es darum, dass durch jedes Wunder, auch durch Krankenheilungen, und das gilt bis heute, Gott verherrlicht werden soll. Grundsätzlich darf niemals der Mensch im Mittelpunkt stehen oder eine Organisation, ja, sondern der Gekreuzigte allein. Paulus hat das auch so wunderbar zum Besten gegeben. Ich habe es eben ganz anfänglich auch ganz kurz zitiert, ja. Zwei Beispiele nur, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5, wo Paulus sagt, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven
um Jesu willen. Oder aus Galater, Kapitel 6, Vers 14. Mir aber soll es fern liegen, in etwas anderem meinen Ruhm zu suchen, als in dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Das sind nur zwei Beispiele, die aber verdeutlichen, dass es immer, immer nur um eins gehen kann, um den eingeborenen Sohn Gottes, Jesus Christus. Zum einen soll also Gott durch dieses Wunder verherrlicht werden. Jetzt vergessen wir darüber hinaus aber nicht, dass es sich hier in unserem Text hier um ein ganz spezielles, nämlich um ein messianisches Wunder handelt. Und folglich geht es jetzt nicht nur um die Verherrlichung, sondern zugleich auch um einen Beweis für die Gottheit des Herrn Jesus, wodurch natürlich auch Gott verherrlicht wird. Der Herr Jesus, er war ja Zeit seines Lebens, in dieser relativ doch kurzen Zeit, die er auf Erden gelebt hat, da war der Herr Jesus ja nun wahrlich kein Maulheld, ja? Der jetzt lautstark auftrat, so unter dem Motto, hoppla, jetzt komm ich, ja? Hört mir mal alle gut zu, ich bin der Messias, glaubt's oder fahrt in die Hölle? Nein, so ist der Herr Jesus nicht aufgetreten. Der Herr Jesus, er hat seine Macht demonstriert. Er hat nicht behauptet, sondern getätigt. Und so sagt er dann auch hier weiter, dann in unserem Text in Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Und nun kommt es zu seinem Wirken an diesen Blindgeborenen. Vers 6. Als er dies gesagt hatte, da spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Ich hoffe, ihn wird nicht schlecht. Nee, aber sind wir doch mal ehrlich. Wenn man das jetzt hier so liest, ist doch seltsam, oder nicht? Also rationell und minimalistisch, wie ich veranlagt bin, ich würde jetzt sagen, also das wäre auch einfacher gegangen. Ne? Wozu so kompliziert? Das ging doch wahrlich einfacher. Ich meine, der Herr Jesus, der hätte doch mit einem Wort, ach was sage ich, sogar ohne Worte, diesen Mann heilen können und fertig. Handelt es sich hier womöglich um eine Glaubensprüfung? Ja, jetzt wollen wir doch auch mal sehen, ob er auch das tut, was ich ihm sage. Nun, im Übrigen hat der Speichel ja tatsächlich eine heilende Wirkung, ja, wie Urin übrigens auch, ne? Aber durch Speichel, Dreck, Erde, Matsch und ein bisschen Pipi wird garantiert kein Blinder sehend. Und dieser Blindgeborene hier auch nicht. Damit allein war es auch nicht getan. Sondern der Herr Jesus, er sprach ja dann weiter zu diesem Mann, nachdem er ihm den Speichelbrei auf die Augen schmierte, geh hin und wasche dich im Teich Siloah. Bei aller Liebe, auch versuchen wir uns da auch wieder hineinzuversetzen, ja, bei aller Liebe, der Mann war blind. So, und jetzt dürfen sie tatsächlich mal die Augen zumachen, ist ja auch schön, ne? Kommt selten genug vor, dass der Prediger sagt, macht ruhig mal die Augen zu. Nee, aber dürft ihr jetzt mal machen. Macht mal die Augen zu. Der Mann war blind. Und dann soll der arme Kerl noch, wer weiß, wie lange und welch beschwerliche Strecke bis zum Teich Siloah zurücklegen. Als ob er es nicht schon schwer genug hat. Und dabei hätte ein Wort oder auch nur eine Handauflegung des Herrn gereicht. Und der Mann, der hätte fröhlich pfeifend seines Weges gehen können. Warum so schwer? Wozu dieser Umstand? Die ersten schnarchen schon, machen Sie die Augen wieder auf. Ja, aber ist, ne, muss ich doch wirklich fragen. Wozu? Zu Ihrer Enttäuschung habe ich darauf noch nicht einmal eine wirklich gute, tiefgehende theologische Antwort. Ich kann ja jetzt nicht mit einem Aha-Erlebnis aufwarten, tut mir leid. Aber was mich diese Stelle hier erneut lehrt, das ist einfach das Vertrauen.
Das Vertrauen in das untrügliche, wahrhaftige Wort Gottes. Der Mann einst und genauso auch wir heute, wir werden immer wieder an einen Punkt geführt, wo es nur noch um unseren Glauben geht. Ja? Wo unser Glaube gefordert ist. Wir werden gar nicht so oft jetzt aufgefordert zu verstehen. Obwohl wir natürlich den von Gott geschenkten Verstand auch gebrauchen sollen, das ist klar, ja? Bei dem Glauben an den Herrn Jesus, an das Wort Gottes, da handelt es sich nicht um einen verstandlosen, blinden Glauben. Nein, nein, ganz sicher nicht. Aber vielmehr werden wir aufgefordert zu glauben und zu vertrauen. Wir werden im Preisgericht garantiert keine Prüfung ablegen müssen. Muss niemand Angst haben vor dem Preisgericht, ja? Wir werden keine Prüfung ablegen müssen, in der wir womöglich die Dreieinigkeit erklären müssten, in welcher wir Fragen nach der Entrückung und Vorherbestimmung beantworten müssen, wo wir nach unserem Abendmahlsverständnis gefragt werden oder wie wir die Bergpredigt einordnen und. Nein, es geht in erster Linie um unseren Glauben. Es geht um unsere Treue. Es geht um unseren Gehorsam. Wie sagt es Micha, Kapitel 6, Vers 8, Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ja, es ist schön, wenn du viel weißt und über eine große Erkenntnis verfügst, aber es nutzt dir nichts, wenn dein Wissen und deine Erkenntnis sich im Glauben nicht erweist. Und genau das ist auch Inhalt des Geschehens hier. Siloa, dieser Teich, ja, wohin Jesus den blinden Mann sandte, heißt sinnigerweise der Gesandte. Unser Text sagt es selbst hier in Vers 7. Der Gesandte oder Abgesandter und ist von daher auch ein wunderbares Bild auf den Herrn Jesus. Nicht das Wasser aus diesem Brunnen bewirkt die Heilung, sondern der Gesandte Gottes, Jesus Christus. Und so heißt es in Johannes Kapitel 5, können wir nochmal aufschlagen, Johannes Kapitel 5, die Verse 37 bis 39, da spricht der Herr Jesus wieder selbst, Johannes 5, die Verse 37 bis 39. Und der Vater, der mich gesandt hat, ja, der Gesandte Gottes, und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Ja? Die Schriften geben Zeugnis über den Herrn Jesus, als den verheißenen Erlöser, als den Messias, als den Sohn Gottes. Er ist der Gesandte Gottes. So, und jetzt stellt sich die Frage an diesen Mann hier und genauso auch an uns heute. Glaubst du das? Und bist du dem Wort Gottes, bist du dem Wort des Herrn gehorsam? Und jetzt schauen wir mal, wie seine Reaktion ist hier. Ja, zurück zu dem Blinden, Vers 7. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Also wie gesagt, der Teich, der lag jetzt nicht gerade um die Ecke. Der Weg dorthin war selbst für Sehende schon sehr beschwerlich, geschweige denn für einen Blinden. Barrierefreie Wege gab es damals noch nicht. Aber der Mann, er macht sich auf den Weg. Keine Ahnung, wie lange der jetzt gebraucht hat. Aber ich bin sicher, er hat jetzt unterwegs nicht auch noch gehadert, ja, geflucht und gemeckert und sich geärgert, noch nicht einmal gezweifelt und in Frage gestellt. Nein, er ging. Er ging. Im Glauben und im Gehorsam. Herrlich. Und wie sehr
wünsche ich mir diese Haltung auch von euch. Das kommt mir jetzt leicht über die Lippen, ne? Wie sehr wünsche ich mir diese Haltung, diesen Glauben, das Vertrauen und das Gehorsam von Ihnen und von dir und von euch und von denen. Aber vielmehr darf ich sagen, ja, wie sehr wünsche ich mir diesen Glauben und diesen Gehorsam von mir, wenn es darum geht, den Weg zu gehen, den der Herr befiehlt, ohne in Frage zu stellen und ohne zu murren. Dieses Geschehen hier, diese Heilung und der damit verbundene Heilsweg, erinnert zudem sehr stark an den Syrer Naäman und seine Heilung von seinem Aussatz, als ihn der Prophet Elisa auftrug, sich im Jordan zu waschen. Nachzulesen im 2. Buch Könige, Kapitel 5. Naäman hat auch geglaubt, zunächst, ja, er sitzt im falschen Film. Warum? Warum sollte nicht ein Wort von Elisa genügen? Im Auftrag und in der Vollmacht Gottes. Wozu jetzt dieser Umstand, den Jordan aufzusuchen, in dieses Wasser zu steigen, 7-mal unterzutauchen? Was soll der Quatsch? Und warum 7-mal und nicht nur 3-mal? Wieso und weshalb? So einfach, weil Gott es so sagt. Ganz einfach. Weil Gott es so sagt. Es gilt zu glauben, es gilt zu vertrauen, es gilt gehorsam zu sein. Und Naäman, er tat es schließlich, ein bisschen widerwillig, hat ein bisschen gebraucht, ne? Aber er tat es schließlich. Der Blindgeborene hier, er tat es ebenso. Und das Ergebnis ist bekannt, in beiden Fällen hat sich schlussendlich Gott, der Herr, verherrlicht. Der Syrer Naäman, er bezeugte daraufhin, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Ähnlich wird auch der Blindgeborene schlussfolgern in seiner Diskussion mit den Pharisäern, indem er dann spricht, das finden wir dann in Vers 33, wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Naäman hat gewusst, seinen Aussatz kann nur der wahrhaftige Gott heilen. Ein messianisches Wunder, damals wie heute. Naäman als Heide, ein Syrer, ja sogar ein Judenfeind, hat daraufhin geglaubt und den Gott Israels bekannt. Der Blindgeborene, ein Verachteter der Gesellschaft, hat ebenfalls geglaubt und folgerichtig geantwortet und bekannt. Ein messianisches Wunder und somit ein Beweis, dass Jesus der verheißene Erlöser ist. Und mit diesem Wunder, liebe Geschwister, hatte niemand mehr eine Entschuldigung. Denn auch die Pharisäer, die Priester und die Schriftgelehrten, Sie wussten, nur Gott selbst kann einem Blindgeborenen die Augen öffnen. Aber ausgerechnet die, die es am besten wissen sollten und auch ja eigentlich auch wussten, ja, die haben selbst den sichtbarsten Beweisen widerstanden. Sie haben nicht glauben wollen. Sehen wir, wie sich das Geschehen hier weiterentwickelt, die Verse 8 und 9. Die Verse 8 und 9. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, ja, er ist, andere aber nein, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Wir merken, die Nachbarn, die verwundern sich, ist ja auch verständlich, ja?
Denn ganz offensichtlich hat es ja nun im Leben dieses Mannes, den sie offenbar kannten, wenn auch vielleicht nur oberflächlich, eine gravierende und im wahrsten Sinne des Wortes augenscheinliche Veränderung gegeben. Und wie schön wäre es, wenn auch unsere Nachbarn, ja, unsere Veränderung wahrnehmen, wenn wir von der geistlichen Blindheit geheilt werden. Wie war es oder wie ist es? Haben unsere Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunde überhaupt mitbekommen, dass sich unser Leben verändert hat? Dass wir von Blinden zu Sehenden geworden und nun Gemeinschaft mit Gott und unseren Geschwistern haben? Die Nachbarn hier, die waren verwundert. Und manch einer hat einfach nicht glauben können, dass das wirklich der Blindgeborene ist. Und den Schriftgelehrten, naja, den wäre es auch lieber gewesen, er wäre nicht von Geburt an blind gewesen, um die Gottheit des Herrn Jesus besser leugnen zu können. Wie gesagt, das war ja das Problem. Wenn es sich hier wirklich um einen Blindgeborenen handelt, dann kann nur der Messias dieses Wunder vollbracht haben. Da aber dieser hergelaufene Jesus aus Nazareth nicht der Messias sein darf, da wäre es für diese natürlich eine große, große Erleichterung gewesen. Der Mann wäre nicht von Geburt an blind gewesen. Und so fragen sie dann auch später die Eltern, wir kommen dann nächste Woche noch näher darauf zu sprechen, aber hier die Verse 18 und 19, ja, nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern des sehend gewordenen gerufen hatten. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Das geht nicht, das funktioniert nicht, das darf nicht sein. Das war mit uns nicht abgesprochen. Die sind verzweifelt. Und dieses Verhalten erinnert mich sehr stark an die Evolutionstheorie. Tja, denn diese Theorie, die wird ja nun auch nicht propagiert, ja, aufgrund von stichhaltigen Beweisen, nein, sondern weil es einfach nicht wahr sein darf, dass es einen Schöpfer der Himmel und Erde gibt. Aber zurück hier zu unserem Text. Herrlich finde ich, wie es dieser Blinde auf die Verwunderung seiner Nachbarn reagiert. Wir hatten ja gehört, die einen haben gesagt, voller Verwunderung, ja, er ist tatsächlich. Andere, nein, nein, kann nicht sein, er sieht ihm nur ähnlich. Vers 9, ja? Und er selber, wie reagiert er darauf? Er gibt sich zu erkennen mit einem einfachen, schlichten, aber bestimmten, doch, ich bin's, ne? Ich bin's. Es ist diesem Mann nicht einmal peinlich, erkannt zu werden. Und wie verhält es sich da mit uns? Prüfen wir uns, ja? Verstecken wir womöglich die Bibel? Wir haben irgendwo gesessen im Zug oder draußen, was weiß ich, auf der Parkbank oder wo auch immer, schön in der Bibel gelesen, ungestört, plötzlich kommen Leute, zuklappen, weg. Muss ja nun nicht unbedingt jeder mitkriegen, dass wir in der Bibel lesen. Und wie ist es bei einer Zeitung oder bei irgendeinem Roman? Du, das liegt ausgebreitet auf dem Tisch, haben wir schließlich nichts zu verheimlichen. Ne? Kann doch ruhig jeder wissen, was wir lesen. Verheimlichen wir, dass wir in den Gottesdienst und in die Bibelstunde fahren? Unauffällig verlassen wir das Haus? Ne? Spielen schon mit dem Gedanken, uns ein Elektroauto zu kaufen? Ne? Weil das so schön leise ist? Hört keiner, wenn wir vom Hof fahren. Und andererseits haben wir überhaupt gar kein Problem. Jetzt mit fliegenden Fahnen, quietschenden Reifen, ne? Und was weiß ich, mit Hubkonzert ins Stadion zu fahren oder am Autokorso teilzunehmen.
damit auch jeder hört und sieht, für welchen Verein und für welche Nation mein Herz schlägt. Und wenn wir beten, tun wir das ganz leise und unauffällig. Im Konzert und im Theater hingegen, da sind wir fast nicht zu halten, ne? Wie heißt es so schön? Wir klatschen, bis der Arzt kommt und bitten unaufhörlich um Zugabe. Oh ja, wenn es um unseren Glauben geht, da können wir ja so rücksichtsvoll sein, ne? Nur nicht auffallen, ja kein Anstoß geben. In anderen Dingen hingegen, da können wir gar nicht genug auffallen, ja? Und auf uns aufmerksam machen. Liebe Geschwister, auch uns sollte es nicht peinlich sein, ein begnadigtes Kind Gottes sein zu dürfen. Ganz im Gegenteil. Wobei ich jetzt nicht der Auffassung bin, dass wir jetzt unbedingt notwendig ist, ja in einem öffentlichen Lokal jetzt noch aufzustehen, Chorus anzustimmen und laut zu beten. Das ist das andere Extrem. Aber wir sollen uns einfach normal verhalten. Ja? Und dazu gehört es auch am Tisch dezent, aber ungehemmt auch dem Herrn zu danken. Aber jetzt weiter hier mit unserem Text, Vers 10. Da sprachen sie zu ihm, jetzt die Nachbarn, ja, er hat sich ja jetzt zu erkennen gegeben, ja, ich bin's. Und da sprachen sie zu ihm, ja, wie sind deine Augen geöffnet worden? Die Neugierde der Menschen, und ich meine das überhaupt nicht negativ, gibt jetzt Gelegenheit zum Bekenntnis. Und es ist doch schön, dass die Menschen noch fragen und es ihnen nicht gleichgültig ist, damals wie heute. Früher, da hat man sich immer beschwert über den neugierigen Nachbarn, ja? Und heute ist es so, da liegt der Nachbar 10 Tage tot in der Wohnung und es kriegt keiner mehr mit. Da würde ich mir wünschen, der Nachbar wäre mal wieder ein bisschen neugieriger, ja? Interessierter. Wenn unsere Nachbarn sehen, über Jahre hinweg, da ging bei uns am Sonntag vor 11 Uhr gar nichts, noch nicht einmal die Rollo hoch. Ja? Und plötzlich sitzen wir jeden Sonntag um 9 Uhr im Auto und brausen davon, dann ist es doch schön. Dann ist es doch schön, wenn die das mitkriegen und es ist auch schön, wenn sie dann auch fragen, interessiert sind, auch ruhig neugierig sind. Ja, was ist denn mit euch los? Das hat es ja über Jahre nicht gegeben. Wo fahrt ihr denn jetzt immer hin? Und diese Fragen, die bieten doch Gelegenheit. Sie bieten Gelegenheit, um Zeugnis zu geben. Sie bieten Gelegenheit, den Namen des Herrn zu verherrlichen. Und der Blinde, der macht das. Klar, einfach und bestimmt. Wunderbar. Er steht zu seiner Veränderung. Hier, Vers 11. Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Ist doch herrlich. Er verliert jetzt gar nicht viele Worte, sondern er erzählt einfach, wie ihm geschah. Das heißt, er gibt ein persönliches Zeugnis ab. Und in diesem Zusammenhang ist es auch interessant, wie der blinde Mann in seiner Erkenntnis auch zunimmt. Hier in Vers 11, da spricht er noch ganz allgemein von einem Menschen, ja, ein Mensch, der Jesus heißt. Wobei bereits das ein klares und wahrhaftiges Zeugnis beinhaltet, in dem einzig Jesus im Mittelpunkt steht und auch beim Namen genannt wird. Er hätte sich ja auch des Namens Jesus schämen können, ja? Ein bisschen rumdrucksen. Ja, ich weiß auch nicht so recht, wie mir geschah. Da kam so jemand, keine Ahnung wer, der spuckte mir plötzlich ins Gesicht. Da habe ich mir gedacht, den muss ich mir genauer angucken. Das Gesicht muss ich mir merken. Ja, und schon konnte ich sehen. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Nein, er sagt, ein Mensch, der Jesus heißt. Finde ich so schön. So zwanglos, so unverkrampft, ganz anders als ich. Später dann,
Nachdem es den Disput mit diesen Religiösen gab, da kommen wir dann, wie gesagt, nächste Woche noch näher drauf zu sprechen, da bezeugte er nicht mehr nur einen Menschen, sondern einen Propheten. Das finden wir in Vers 17, ja, er ist ein Prophet. Und in Vers 33 geht er gar noch weiter, das hatten wir schon gelesen, indem er sagt, wenn dieser nicht von Gott wäre. Ja, und als der ehedem Blinde, trotz aller Anfeindung und nervigen Fragen, standhaft ausharrt und den Herrn Jesus weiter bekennt, kommt es zu seinem finalen Bekenntnis. Wir lesen die Verse 35 bis 38. 35 bis 38. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du? Ja, an was? Glaubst du an den Menschen Jesus? Nein, darum geht es nicht. Glaubst du an den Propheten? Nein, auch darum geht es nicht. Sondern glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Er fiel anbetend vor ihm nieder. Das heißt, er hat den Herrn Jesus erkannt, als Messias erkannt, bekannt und angenommen. Großartig. Und sehen wir nur, wie Treue und Ausharren belohnt wird. Interessant ist doch, dass mit dem Glauben des Blinden, der ja erst am Anfang seines neuen Lebens stand, er sogleich heftigst angegriffen wird. Wie gesagt, dazu nächste Woche mehr. Der Blinde aber, er harrt aus. Er bleibt standhaft. Er hält sich an Jesus fest und er vollzieht keinen Rückzieher. Er ist treu und er verleugnet den Heiland nicht. Er aber sprach: Ich glaube, Herr. So Gott will, werden wir uns nächste Woche weiter mit diesem Geschehen hier befassen. Dann ab Vers 13, und ich will es ruhig schon mal lesen, Vers 13. Da führten sie ihn, das heißt die Nachbarn. Ja, augenblicklich hatte sich ja viel jetzt mit den Nachbarn abgespielt, die Zeuge dieses Geschehen wurden. Und da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Und damit ging die Prozedur erst richtig los. Und darauf werden wir kommenden Sonntag näher zu sprechen kommen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du unser geistliches Auge sehend gemacht hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns immer wieder diese Möglichkeit schenkst, auch als Geschwister zusammenzukommen, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Durch die Wortbetrachtung, durch den Austausch, durch die Lieder, durch die Gebete. O Herr, hab Lob und Dank für dieses große Vorrecht. Und so danken wir dir jetzt auch für diesen Gnadentag heute. Aber auch wenn wir jetzt vielleicht auseinandergehen, Herr, schenk du noch Gelegenheit auch zum Austausch. Und gib einem jeden vor allem auch Freude, Freude für den Alltag, Herr. Dass wir dich bezeugen, kindlich, naiv, bestimmt und klar, so wie es dieser Blindgeborene hier auch getan hat, Herr. Wir wollen Zeugnis geben von deinem wunderbaren Namen und über das, was du in unserem Leben vollbracht hast und jeden Tag neu auch tust. Hab Dank für deine Liebe. Amen.